Vielleicht zum Abschluss noch dann die Thematik der Regelsetzung. Bei Buildings Smart sind wir in der Vorstandardisierung. Das heißt, wir probieren Dinge aus, auch in der Industrie. Und wenn wir dann merken, wie es funktionieren müsste, dann können wir, wenn wir wollen, unsere Erkenntnisse an die Regelsetzer übergeben. Bei IFC, IDM, IFD und so weiter, da ist das passiert. Ob BCF eine ISO, CEN, DIN-Norm wird, werden wir sehen, ob das notwendig ist. Wenn die Industrie mit BCF auskommt und sagt, das muss keine ISO-Norm werden, dann bleibt es eben ein Building Smart Standard. Aber insbesondere dann, wenn eben öffentliche Auftraggeber das als Basis ihrer Verträge machen wollen, ist es wichtig, dass man das eben zum ISO, CEN oder DIN Standard macht. Und Sie sehen also hier, wie die verschiedenen Gremien bei ISO, CEN, DIN und VDI zusammengesetzt sind. Und damit man da ein bisschen Überblick behält, haben wir hier mal immer horizontal zugeordnet, welche Blätter und welche Gruppen sozusagen miteinander reden müssen. Das wird momentan gerade wieder abgedatet. Sie finden diese Darstellung beim DIN und bei VDI. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen eingehen auf die VDI-Richtlinie, auf die VDI 2552. Die wird entwickelt im Koordinierungskreis BIM beim VDI, den ich leite. Und wir haben ja hier schon eine ganze Reihe von Blättern, an denen wir arbeiten. Ich nehme an, dass das einige von Ihnen auch wahrgenommen haben. Es gibt auch inzwischen Blätter im Gründruck und eines, das Blatt 3, ist inzwischen auch zum Weißdruck unterwegs. Und einige Blätter sind eben in Arbeit und noch relativ neu. Und ich möchte Sie besonders gerade in Bezug meines heutigen Vortrages auf ein Blatt hinweisen. Das ist das letzte, mit dem wir gerade angefangen haben. Wir hatten letztes Jahr angefangen mit dem Blatt 10, AIAs und BAPs. Dieses Blatt war total überrannt. Das ist also dem VDI auch noch nie passiert, dass plötzlich 80 Leute in einem anderen Blatt mitarbeiten wollten. Und das hat also dazu geführt, dass man leider das Gremium ein bisschen aussieben musste. Und der VDI ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass das Ganze paritätisch besetzt ist. Und man hat also versucht, man hat sich also überlegt, wer kommt da, wie ist die paritätische Zusammensetzung, hat dann aus der jeweiligen paritätischen Ecke eben dann einen Vertreter gewählt. Und wenn dann noch der ein oder andere Platz übrig war, dann konnte man ein bisschen nachrücken. Aber letzten Endes ist also dieses Blatt, wenn man dann noch mehr Leute aufnehmen würde, ist es nicht mehr arbeitsfähig. Insofern, wer da unbedingt mit beitragen möchte, aber jetzt an den Inhalten aktiv nicht mitarbeiten kann, die nächste Möglichkeit, auf das Blatt Einfluss zu nehmen, ist dann der Gründruck. Sobald also das, was das Gremium sich ausgedacht hat, veröffentlicht wird im Gründruck, dann kann man Einspruch einlegen und kann seine eigenen Ideen entsprechend auch einbringen, wenn man meint, das ist noch nicht richtig bearbeitet worden. Und jetzt ist es halt so, dass wir gemerkt haben, dass wir in all diesen Richtlinien, die wir haben, wird also, sage ich mal, ist man oft ziemlich weit im Allgemeinen, was auch erstmal ganz gut ist, weil wir damit Begrifflichkeiten festlegen, ein gemeinsames Verständnis schaffen. Aber wenn Sie die Richtlinien jetzt dem Mitarbeiter auf den Tisch legen und sagen, jetzt leg mal los und mach, dann wird er sie hilflos anschauen wahrscheinlich. Und das Thema, diese Problematik wollen wir anpacken im Blatt 11. Hier reden wir also letzten Endes über Exchange Requirements. Und wir haben das Blatt jetzt gerade erst im Mai gestartet. Die Idee ist, dass dieses Blatt 11 ein relativ schlankes Deckblatt wird und wir darunter Unterblätter anordnen, die dann spezifische Exchange Requirements, im Prinzip spezifische IDMs beschreibt. Wir haben gerade sehr konkret heftiges Interesse aus der Aufzugsindustrie. Es gibt dort einen Arbeitskreis beim VDMA, wo die Aufzugshersteller mehrheitlich vertreten sind. Und die sind also hier sofort beim ersten Meeting mit aufgeschlagen und die wollen sich hier einbringen, weil die festgestellt haben, dass sie im Prinzip auch ein ähnliches Problem haben. Die haben sich nämlich in ihrem VDMA-Arbeitskreis überlegt, welche Informationen können wir denn liefern, ohne zu wissen, was die anderen eigentlich brauchen. Dann sagen wir, gut, dann müssen wir die halt mal zusammenbringen und das versuchen wir hier in dieser VDI-Gruppe. Und also diese Gruppe ist schon gut gefüllt, aber da ist auch noch Luft. Und insbesondere, wenn es uns gelingt, dass wir also nicht alle immer uns beim Deckblatt treffen, ich glaube, das ist die Arbeit ist nicht so irre, sondern wenn wir das wirklich fallweise aufgliedern, dann können wir hier auch teilweise parallel arbeiten. Wir können das auch das fachlich sehr schön gliedern. Und da ist, glaube ich, ziemlich viel Luft. Also da könnte man, glaube ich, einiges einbringen. Wir haben es gerade vorhin, gerade 5 Minuten mal kurz miteinander gesprochen. Ich glaube, aus Ihrer Ecke wäre da durchaus auch Input.
Und wer also da gerne konkreter mitmachen möchte und vielleicht also insbesondere diejenigen von Ihnen, die jetzt schon Erfahrung gesammelt haben in BIM-Projekten und gemerkt haben, wo es knirscht, wenn Sie Ihre Erfahrung hier einbringen wollen ins Blatt 11, sind Sie herzlich eingeladen. Ja, diese VDI-Richtlinienreihe ist ja letzten Endes so gedacht, dass das Ganze so ein ganzes Werk wird. Im Prinzip kann man sagen, bewegen wir uns heute sozusagen auf der obersten Schicht. Und hier mit den Exchange Requirements, da gehen wir im Prinzip in die erste konkretere Schicht unten rein. Und eventuell gehen wir auch noch tiefer unten rein, dass wir im Rahmen dieser 11er-Richtlinie exakte Data Drops beschreiben. Das wäre also im Prinzip, würde die Struktur das hergeben. Und jetzt werden wir mal schauen, wie weit wir da kommen, wenn wir diese Thematik anpacken. Und insofern lade ich Sie ein, mitzupaddeln. Herzlichen Dank. Okay.